Ich hab's euch gesagt. Wir kommen heute live aus Lubbocktown. Versprochen. Also wir sind heute hier in der Nähe von Köln in einer Westernstadt. Dass ich damit nicht zu viel versprochen habe, zeige ich euch direkt. Wer ist heute hier? Erstmal Ralf Michlinski, auch genannt Bob. Der war heute Morgen noch im RTL Guten Morgen, also im Fernsehen, und ist dann direkt hier rüber geprescht und grillt mit mir gleich, also gegen mich quasi Burger. Und als Juror haben wir Oliver Sievers, seines Zeichen Grillweltmeister. Wie er dazu gekommen ist, was er so macht, das hat er mir versprochen, dass er das gleich erzählt. Gut, gehen wir kurz rüber und dann führe ich euch auch kurz durch Lubbocktown durch, kurzen Einblick, und dann schießen wir auch direkt los. Man kommt hier wunderschön über einen Bach quasi in eine Westernstadt rein. Da hat hier quasi jeder seine eigene Parzelle, und auf der Parzelle ist jeweils eine eigene Hütte mit einer Veranda. Und wenn nicht gerade Corona ist, dann sitzen die auch vorne auf der Veranda drauf, in ihren Western-Ornaten. Wenn man Glück hat, wird man nie erschossen. So. So, da stehen sie auch schon. Das klingt ja fast so aus, als ob uns abgesprochen ist. Wir haben schon ein bisschen aufgebaut, wir hatten es eben schon gezeigt. Zu meiner Linken, Oliver Sievers, wie gesagt, Grillweltmeister. Herzlich willkommen, Olli. Danke, Tommy. Schön, dass ich dabei sein darf. Hallo, Leute. Sehr gerne. Du musst ja nur essen. Ne? Ich habe heute den schwersten Job. Ich muss entscheiden, wer gewonnen hat. Das bedingt natürlich, dass ich auch alles essen muss. Aber das Leben ist hart und irgendeiner muss den Job hier machen. Ja, ich will auf gar keinen Fall mit dir tauschen müssen. Ist klar. Wir haben ja schon aufgebaut, zwei tolle Feuerplatten in der Grill- und Barbecue-Akademie Köln. Deren Chef und Herausgeber der Meat-In, der Guide für Fleischkultur. Meat-In ist Ralf Michlinski, allen bekannt, glaube ich, eher unter dem Namen Bob. Hallo Bob. Hi, macht's gut, alles gut, alles ordentlich, alles sauber. Noch? Gut, wir haben ja schon ein bisschen Fleisch von dir bekommen. Ja, wir haben ein bisschen Fleisch mitgebracht. Soweit ich weiß, Marco, korrigier mich, wenn das nicht stimmt, ist natürlich von Marco Haag aus Ruwer, haben wir hier Fleisch vom Bavette-Deckel quasi. Sieht echt geil aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, tolles Stück. Hier sitzt ungefähr der Schulterblatt. Wenn das nicht stimmt, korrigier mich, aber das hat man früher benutzt zum Auskratzen von Schüsseln und sowas. Heute ist das alles aus Kunststoff. Das hat man früher hier aus diesem Knorpel geschnitten. Langer Schwede, kurzer Finn. Daraus machen wir jetzt gleich Hackfleisch, während wir uns kurz Lubbocktown-Apfel machen. Also quasi, wir machen Hackfleisch, während du den Lenz machst. Ne, Tommy? So sieht das aus. Wir machen das aber sehr gerne für dich. Das, weil freut bevor mich sehr. Es in die Hose geht, lass es lieber Profis machen. Dann würde ich euch freundlich darum bitten, dass, wenn das möglich wäre, das schön möglich. Zu parieren, ja. Und quasi da ein leckeres Hackfleisch rauszumachen. Machen wir. Lass dir Zeit. Komm die Finger weg. Ja, ist gut. Gut, wir machen uns auf und sehen uns gleich wieder. Ich bin sofort wieder da. Meine Frau hat gesagt, ich darf nicht zu schnell laufen. Gucken schon Leute zu? Es gucken Leute zu, ja. Und du hast auch schon Grüße. Von Peter Finkelgrün zum Beispiel, der schreibt, gib Gas, Tommy, Holz. Und auch Eliseo hat geschrieben, feuerfrei. Viel Spaß von Evelyn Dünnebier. Ich mach die Platte. Oh, ja, wir haben auch Pferde hier. Also sowas hat nicht. Hat man es gehört? Es sind auch Pferde da. So, wir gucken uns das jetzt mal an. Hier zum Beispiel ist die Kirche. Wie man sich das so richtig vorstellt. In einer Westernstadt.
Dirk Schwan schreibt auch, hallo Tommy. Das kam über Instagram. Über Insta, sehr schön. Und hier stehen wir vom... ja, klar. Na? Ja, ihr kommt auch gleich dran. So, und wie sich das gehört, ist da hinten natürlich auch ein Salon. Und ich war schon das ein oder andere Mal hier, wo abends hier die Feuer brennen quasi. Und das macht schon sehr viel Spaß. Da stehen die Leute hier, hier ist Live-Musik. Also das ist nur zu empfehlen, wenn ihr samstagsabends, wenn es wieder losgehen darf, ne, wenn die Live-Musik ist, ist die Bühne, es brennen hier die Feuer, die Leute sind in Western-Klamotten quasi da. Also auch Veranstaltungen, wenn ihr eine große Firma habt, die hier feiern möchte, super. Also schreibt den Ralf an, der macht das hier. Das ist klasse. Sollen wir uns umziehen? Wenn ich filmen soll. Bitte? Ich sag da jetzt nichts zu, da gucken zu viele Leute. Diese frechen Sachen sage ich jetzt nicht. Ich sprach vom Umziehen, nicht vom Ausziehen. Ach so, daran habe ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht. Ja, ja. So, ein Hotel, ein Casino und natürlich der Saloon. Ist der Saloon auch? Ja, der Saloon ist auch, oder? Müssen wir da mal reinlunzen? Wir dürfen sogar reinkommen. Wir gucken mal kurz. Seht ihr? So sieht das aus. Der Salon in Lubbock Town. Also Leute, das hier ist echt cool. Und jetzt gehen wir zurück zum Ralf und zum Olli und gucken mal, was die in ein paar Minuten schon hingekriegt haben. Gibt es noch Fragen? Herausforderungen? Bisher nicht. Sehr schön. Und falls eine von den Mädels draußen fragt, ne? Ich weiß, die Fragen kommen immer wieder. Ja, ich bin volljährig. Leute, komm. Ist das nicht schön hier? Also guck mal da. Guck dir das an. Peter Finkelgrün fragt, ja? Lässt du den Jungs jetzt einen Vorsprung? Bitte? Ob du den Jungs einen Vorsprung lässt? Nein, das ist das Fleisch für uns beide das quasi. Also wir sind quasi noch im Teamwork-Modus. Wir sind noch, aber das dauert nicht mehr lange. Ich seh schon das Funkeln in Ralfs Augen. Nein, der will schon... Und Karin Scherf drückt dir die Daumen. Vielen Dank. So, was die Jungs quasi jetzt machen, ist folgendes. Die schneiden alles, was Sehnenmaterial ist, weg. Sortieren nach Fett und Muskel. Richtig? Damit, ich halte mal ein bisschen Abstand, wie das da sein muss. Ja, wir müssen ja ungefähr 20% Fett wenigstens haben. 25% wären auch gut, damit ich hinterher ein paar leckere Burger kriege hier. Ja, die sollen der Meister ihres Fachs sein. Ich weiß noch nicht genau, welches Fach das ist. Das werden wir ja noch sehen. Mathe Maß nicht. So, Würfeln. Warte mal,
Warum ist das Fett so wichtig, Olli? Erzähl mal. Ein schönes saftiges Erlebnis bekommen. Ja. Das Fett, das glockt mir, das ist schön schmelzig hinterher im Mund. Und natürlich ist es auch ein Geschmacksgeber und ein Geschmacksträger. So, jetzt wird es laut. Pass auf, jetzt wird es echt laut hier. Und wirst du beim Metzger gefragt, wofür wollen sie das haben? Fragen, wofür du das brauchst, du könntest ja gar nicht wissen, wie viel Fett alles ist. Das ist richtig, ja, ganz genau. Also das ist halt schade. Ich finde, man wird viel zu selten gefragt, wofür man das Hackfleisch braucht. Ja. Weil sonst 0815, weil wenn ich, je nachdem, wofür ich brauche, brauche ich halt mehr oder weniger Fett. Ja, das stimmt natürlich. Ich mache mein Hackfleisch hier auch häufig selber. Das heißt, ich kann es selber sehr gut beeinflussen. Ne? Ich habe hier auch Brisket-Abschnitte und sowas alles. Und das Ideale für geeignet. Für Burger und so generell. Weshalb wir das jetzt hier machen, ist, ich wollte zeigen, oder wir wollten zeigen, dass das Hackfleisch nicht am Baum wächst. Das Hackfleisch ist auch Fleisch. Und dass das keine Reststücke, keine Abfallstücke sind, sondern auch da gut drauf geachtet werden muss, was man da reinmacht. Definitiv. Das Essen kann nur so gut sein, wie die Zutaten von vorne rein. Wer nichts Gutes nimmt, der wird auch kein gutes Erlebnis bekommen. So, Jungs, meine Arbeit ist erstmal getan. Ich warte jetzt darauf, dass ihr uns die Boxen holt. Und dann bin ich gespannt, was ihr daraus zaubert. Olli, ich habe kein Wort verstanden, aber du hast recht. Ja. Ich habe Hunger, ich habe nur gefrühstückt. Also macht was Gutes, damit ich mit Olli jetzt zu essen kriege. Dann hast du aber den Falschen hier eingeladen. Also während die Jungs das gerade machen, kann ich euch mal erklären, dass ich jetzt zwei verschiedene Boxen gemacht habe, also zwei Boxen gemacht habe, wo beides mal das gleiche drin ist, damit jeder quasi die gleichen Voraussetzungen hat. Wir können also gleich da reingucken und müssen dann auf die Schnelle entscheiden, was für Burger machen sie denn. Beide haben die gleichen Zutaten. Ich bin gespannt, ob es auch unterschiedliche Ergebnisse gibt. Wir werden sehen. Aber ich vertraue darauf, dass sie wissen, was sie machen. So, ich habe mir in der Zwischenzeit ein bisschen von dem Rinderfett geschnappt und reibe damit die Platte ein. Das könnt ihr auch zu Hause mit euren Grills machen. Und ja, alles, was wir hier machen, könnt ihr zu Hause mit auf euren Grills machen. Das habe ich gesagt, das geht immer bei mir. Also alle Sachen, die wir auf den Feuerplatten, die auch immer machen. Und die meisten Sachen funktionieren sogar, wenn auch nicht so einfach, zu Hause in der Küche. Rainer Atzorn schreibt aus Bitburg: Hallo Männer, wünsche euch viel Spaß und Erfolg. Das werden wir haben. Das ist ja so weit jetzt auch nicht entfernt. So.
Pittsburgh. So, jetzt gehen wir die andere Platte auch noch machen und dann haben wir auch schon genug Hackfleisch. So, alle wach, hoffe ich. Das war versprochen, der lauteste Teil heute. Außer nachher Tommys Geheule, wenn er verloren hat. Das wird noch ein bisschen lauter werden. Aber ja, zumindest ist für mich amüsanter sein. Ja, dein Optimismus in allen Ehren. Ja, nein, nein, das ist kein Optimismus. Das ist Naturgesetz. Modus. Das ist Modus. Es sei denn, ich lasse dich gewinnen. Ja, natürlich, natürlich. Das hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt. Das entscheide ich so in der Mitte. Je nachdem, wie viel Mittag ich heute habe. Das hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt. So, Modus heute ist. Habe ich gesagt. Ja, wenn ich du wäre, Ralf, ne? Ja. Dann wäre ich lieber ich. Ja. Wie machen wir das hier? Wie gehen wir jetzt weiter? Okay. Ich habe den Leuten schon gesagt, dass ihr zweimal die identische Box habt. Richtig. Ihr wisst natürlich jetzt noch nicht, was drin ist. Ja. Aber ich habe mir ein paar schöne Sachen ausgesucht. Ja. Natürlich mit den Sachen, die ich gerne esse. Weil ist ja schließlich für mich hinterher. Ne? Und dann mal sehen, was ihr daraus zaubert. Ihr habt beide die gleiche Box, ihr habt beide die gleichen Zutaten, auch die gleiche Menge. Ihr könnt also theoretisch das Gleiche machen, aber ich hoffe natürlich auf 6 unterschiedliche Burger. Ja, es gibt ja eigentlich nur 6 unterschiedliche Burger. Nein, Quatsch. Es gibt Milliarden verschiedene Burger. Man hat sich natürlich Sachen überlegt, was man gerne machen würde. Aber ob die Zutaten dafür da sind, keine Ahnung. Also insofern freue ich mich sehr darüber. Ich danke Marco Haag für das tolle Fleisch. Ihr könnt gerne mal gucken, aber das sieht echt... das sieht burgertauglich aus. Definitiv. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir an die Box. Ralf, möchtest du deine Box öffnen? Ich muss den Fleisch auch erstmal sorgen. So, ich bin da. Einmal in der Haus. Eine Box brauchen wir? Box, ja. Jeder eine Box. Schau mal, Tommy, sind da. Die Boxen sind hier. Mein Kumpel passt schon drauf auf. Genau. Ihr könnt euch jetzt hier ranbegeben. Und ja, macht was Schönes draus. Ne? Ich look. Ich nehme sie mit rüber, alles gut. Was ich immer schon mal machen wollte, wir kommen einfach noch durch. Ganz gut. Wir sind ja nicht bei Kitchen Impossible. Das ist natürlich Quatsch. Wollen wir dir ein Tischchen stellen und eben dann Feuerabdinge ins Pummel? Oh ja, das wäre. Oder? Komm, dann machen wir das mal. Gute Vorbereitung im Leben ist alles. Ja. Besser ist noch eine bessere Vorimprovisation. Wenn wir hier sehen. Ohne Leiter für die Platte für dich? Vielen Dank. Oder nein, geht's? Die Platte ist echt für unsere Menschen gemacht, aber ich freue mich trotzdem drüber. Was hattest du denn in deinem Kühlschrank noch übrig? Also, wir haben viele Käse, wir haben Soßen, wir haben Salat. Geh doch mal gucken, ob der das gleiche da hat. Also das ist ja... Was soll der denn hier? Dann lege ich dir so auf die Platte hier, mit dem Tütchen. Schöne Kruste. Olli, haben wir Kindergeburtstag heute oder was? Ja, soll eine Herausforderung sein. Ja, dann hätten wir wenigstens den Jack Daniels dabei, dann hätten wir den Jack Daniels tunken können. Dann wäre das auch gut gewesen. Der Jack habe ich hier am Jurytisch, ich kriege nicht. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. So, ich hab Jack Daniels dabei. Ja, den brauchst du auch nachher.
Brötchen, Käse, 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 Chilis, ein Ei, oh Gott. Scheiße. Gut. Ich hab es. Alles Tutti. Erste Runde, wie lange, Olli? Ja, nicht so lange, ich habe Hunger. Ne? Ja, okay, dann gehen wir auch Hunger. Ja, soll gut werden, also lass doch lieber eine Minute mehr Zeit. Die erste Runde, wie lange? 2 Minuten? Was machen wir? Ein Marshmallow drauf. 3 Minuten. Dann gehen wir noch 2 Bier holen, in der Zeit könnt ihr das fertig machen. Ich würde vorschlagen, wir machen ein Brötchen, gell? Ja. Burgerbrötchen, ja nicht schlecht. Ja, die habe ich schon mal vorgebacken für uns. Danke. Nach dem berühmten Rezept von Jacques Bobo. Ja. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. So, was machen wir denn jetzt hier? Wie willst du das machen? Wollen wir das halbieren oder nimmt sich immer jemand anderes? Jeder nimmt sich weiter so, oder? Ja, ja, genau, dann machen wir es immer frisch. Also das Ding ist noch kalt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die sind noch richtig kalt, es ist jetzt auch nicht mehr so warm. Der kann eine Stunde, es rinnt, hält er aus hier draußen. Oder, Olli? Ja, ja, ja. Das passiert, da passiert nichts. Ich mach mir da keine Sorgen, so eine Qualität könnt ihr roh essen. Ja. Also, ja, ja, oh, meiner. Ja. Grüße an euch beide von David Bätke. Ja, danke zurück. Danke. Und Karin Scherf schreibt, sie ist auch am Gucken und muss jetzt mal öfter an den Grill. Mach das, eine gute Idee. Letztens hat mich einer angeschrieben, ob ich denn schon angegrillt hätte. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, ne? Hier kam noch eine Frage über Instagram. Müssen alle Zutaten auf einen Burger? Nein, wir haben 3 Burger. Wir müssen 3 Burger machen. Wir müssen uns die aussuchen. Wir können natürlich auch 3-mal den gleichen Burger machen. Das war keine gute Idee. Nee, und wir müssen nicht alle verwenden, glaube ich, oder? Und wir müssen nicht alles verwenden. Wir haben wieder die gleichen Zutaten und müssen daraus jeder 3 Burger machen, je nachdem, wie wir Bock haben. Was hältst du von deiner Burgerpresse? Magst du die? Es gibt bessere, aber die kann man schön sauber machen. Was hältst du, Molly, was willst du? Burgerpressen, magst du? Ich habe selber bestimmt 5 Stück. Ja? Verschiedene auch für Stuffed Burger und so, benutze keine davon. Nee, ne? Nein. Mir gehen die auf den Sack. Die kleben immer da drin. Ich weiß auch nicht warum. Ich mach das lieber aus der Hand alles. Aber die sehen schön im Regal aus. Ja, die sehen schön aus. Die auch. Die sind schick, aber irgendwie gehen die mir auf den Sack. So, jetzt machen wir mal hier richtig pervers und klein markieren. Also, ich habe hier die Fischsoße, ne? Ich habe ja mal letztens mit dem Jacques Cadieux, das ist der Kanadier, Ambassador von der US Export Federation of Beef. Der macht so Seminare für eine Firma, die ich aber jetzt nicht sage. Olli. Und der macht so eine ganze Europa-Tour, der macht auch so viel Beratungen und hat in Bangkok hat er einen Laden und der hat ihm mal den perfekten Burger kreiert. Ja? Das heißt, er hat gesagt, er hat im Grunde genommen aus jedem Cut vom Rind hat er Fleisch genommen und hat daraus einen Burger gemacht. Sehr geile Idee. Old Cow Burger sozusagen. Und dann hat er die noch mit etwas Fischsoße gewürzt. Ja, Fischsoße, die ist ja nicht umsonst da drin. Das ist einer meiner absoluten Lieblingszutaten für alle möglichen Gerichte. Ja. Das geht immer. Und die schmeckt hinterher auch nicht nach Fisch. Weil ja, ich kenne diese Soße nicht, das kann in die Hose gehen. Ein bisschen gespannt, aber ich probiere es trotzdem. Ja. Deswegen hat er aber gesagt, er musste die dann wieder von der Karte nehmen, weil er die Allergiker hatte. Und er musste es ja auszeichnen. Ne? Und wenn die Leute sehen Fischsoße, dann wird die weggelaufen. Dann haben die das nicht genommen. Aber ich probiere es mal aus. Und das war mein Experiment, weil ich die Fischsoße nicht kenne. Da gibt es ja 1000 verschiedene Arten. Aber ich habe noch so ein ganz gutes Ergebnis. Ja, Fischsoße ist ganz tolles Ding. Also ich habe in der Zwischenzeit wegen der Fischsoße gesprochen hat, 2 dünne Patties gemacht, die einfach nur mit Rauchsalz und Pfeffer gewürzt, die mit Roquefort und Bergkäse, das war nämlich beides da drin, belegt und macht die in den Patty rein. Drückt den ringsum zu
und habe jetzt quasi in dem Burger drin. Oh, die ist heiß. Die ist echt heiß, die Platte. Das liegt vielleicht am Feuer. Ja. Kann mich natürlich nicht irren. Das ist ja eine verrückte Geschichte hier. Ja, das kommt zu glauben. Burger brauchst du richtig Hitze, ne, Olli? Ja, die gibt eine schöne Kruste. Ne? Gerade mal von der Platte. Die gibt man die schönste Kruste, meiner Meinung nach. Und schöne Kruste heißt leckeren Geschmack. Und das ist ja genau das, was heute zählt. Ne? So ist das. Aber ich habe gerade erst schon Angst gehabt, dass die Burger bei ihm so klein werden und ich nicht satt werde. Aber jetzt, wo du zwei zusammenklappst, ist das schon okay, denke ich. Ist gut. Ich lasse die dann komplett ungewürzt, mein. Ja. Reines Beef, reiner Beef-Geschmack. Das ist so meine Idee von dem perfekten Burger. Ich sage immer, ne, ein perfekter Burger ist perfekt, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Dann ist er perfekt. Klingt also minimalistisch. Das hört, ja, aber das ist so. Also in der Summe ist das auch so. Ich glaube, dass du einen perfekten Burger machen kannst mit 4-5 Zutaten. Du musst nicht 30 Zutaten haben. Ja, das ist genau. Du musst halt eine Komposition, der muss rund sein. Da muss ein Statement, also du musst den halt reinbeißen und dann musst du dir sagen, wie er heißt. Also diese richtigen Sauereien, na gut, ich mache ja auch noch wahrscheinlich auch eine, mal gucken. So mit doppelt, dreifach und nochmal Soße oben drüber und sowas und 10 Dinger, die finde ich ätzend. Das ist einfach nur Fett und Fett und Fett. Das ist gut für Instagram. Ja. Ja, ja, genau. Hier. Hier übrigens. Also was ich jetzt mache, ihr sagt mehrere Soßen, ist aber, ich habe ein bisschen Mayonnaise, ein bisschen Senf und mische das mit Frischkäse, salze das kurz nach. Dann haben wir quasi zweimal Käse in dem Burger drin und einmal Käse auf dem Burger drauf. Also ein Triple Cheese quasi, ohne dass er jetzt nachher nur Fett Käse ist. Klingt erstmal lecker. Das weiß ich noch nicht. Du hast ja gesagt, du wolltest dazu essen. Oder? Wie war das? Ich habe gesagt, die Sachen, die da drin sind, esse ich zumindest alle gerne. Ich hoffe, dass es nicht hinkriegt, dass mir die Sachen danach nicht mehr schmecken. Das macht dir keine Sorge. Ich habe mir einen Ekel. Wenn irgendwas kann, dann ist das nicht kochen. Hör mal, er hat das perfekte Dinner gewonnen. Ja, das will was heißen. Ja, wo du hast hier, oder? Ja. Oder wo du herkommst? Ja. Okay. Ich habe den Grill. Ja, die Folge habe ich schon nicht gesehen. Ja, ja. Ja. Das ist du die einzige, nicht. Die ich gesehen habe. Nee, ich habe das wirklich nicht. Ich gucke das normal nicht. Aber, ich habe mehr, in mehr Folgen mitgespielt. Ja, ich kann ja nicht gucken, wenn du mitmachst. Wie soll das gehen? Was hast du da gemacht, schön? Was hast du da vom Grill geschmissen? Wir haben, ich habe einen Lachs auf die Planke gelegt, auf die Barrikadenplanke gelegt. Ja. Das, nee, da war noch nicht Surf and Turf, sondern wirklich nur einfach nur auf die Planke geschmissen. Und den mit einem Nudelnest aus selbstgemachten Bärlauchnudeln quasi Vorspeise. Hauptspeise war Ropa Vieja, im Prinzip Pulled Beef. Allerdings, Ropa Vieja hat normalerweise kaum, wir würzen ja kaum die Kubaner. Da habe ich ein bisschen würziger gemacht. Also Pulled Beef quasi gemacht und mit buntem Reis und einem Salat. Ja, mit Salat. Ich esse ja selber keinen Salat. Insofern ist das, glaube ich, die höchste Leistung von mir gewesen, einen Salat zu produzieren, der die Leute auch wirklich gegessen haben. Und hat er seinen Burger schon drauf? Ne, ich will den nur ungefähr vom Timing her, dass das ungefähr gleich ist. Ja, wäre schön. Sagt er eben 3 Minuten. 3 Minuten sind 7 Mal vorbei. Und dann haben wir als Nachspeise habe ich ein Eis gegrillt. Also Biscuitboden, ja. Früchte drauf, Eiskugel drauf und Dingens. Und ursprünglicher Plan war, dass wir alle schön auf der Terrasse sitzen und grillen. Aber wie dazu ist, Wetter war nicht. Ja, das Wetter. Wir sind halt nicht in Spanien, ne? Das Schlimme war, bei allen anderen, wo wir in der Butze gesessen haben, war das Wetter Bombe. Machen wir nur einen, ne? Ja, ja, genau. Okay. So, Grüße von Sascha Sonanini, der hat jetzt Feierabend. Das ist ja schön, ich noch nicht. Und ich nehme mal deine Worte, der Argentinier deines Vertrauens fragt, singen die Herren? Dazu muss man sagen, der Alessio wohnt bei uns in der Gegend, hat in der Mitte vom Wald eine Hütte und da macht er Asado. Ist schon geil, also sehr entspannt, sehr entschleunigtes Grillen, muss man wirklich sagen.
Und er singt immer, so grillt der, so grillt der Gaucho, der Gaucho, der grillt so. Und er wünscht sich immer, dass wir singen. Nein, wir singen nicht. So, mehr singen gibt's nicht. So, Marc Erdorf schreibt, Lucky Tommy grillt schneller als sein Schatten. Ja, ich bin quasi schon fertig. Und Thomas Janke ist auch dabei, schreibt, sieht gut aus, das Bier zum Grillen fehlt noch. Wir haben das Corona da stehen. Wie sich das so gehört. Das lernt man dann ab wahrscheinlich. Zu viel Chicken wieder ohne Zeit. Nicht so gut, sogar die Hände werden angelockt hier. Also, das hatte ich schon mal. Ein bisschen trocken. So, ich esse meine Burger übrigens gerne Medium, nur als Tipp für euch. Ne? Alles gut. Nicht, dass wir da mit einer durchgebratenen Schuhsohle kommt. Hier. Also ich würde sagen, wenn du Glück hast, dann klappt das. Sag ich mal so einfach. Sieht schon mal so aus, als wenn ihr nicht zum ersten Mal Burger macht, dann ist das schon mal gut. Also ich mache einen Klassiker, ne? Ich mache einfach einen Bacon-Cheeseburger. Also ein Bacon drauf, Zwiebel drauf, die klassische Soße drauf. Weil ich den bei allen Dingen, die ich mache, ist immer der geilste. Finde ich. Aber der ist sehr einfach, aber sehr geil. Finde ich jetzt. Wohin auch jetzt so einsetzen möchte, ehrlich. Nee, ist schon klar. Hast du mir das Geld da hingelegt? Ja, natürlich. Das liegt schon da, das hat sich schon fast außen. So. Wo sind denn die Bands da vorne? Achso, die sind hier. Jürgen Brecht schreibt, Narben sieht lecker aus. Guten Abend, Jürgen. So, was ich hier jetzt mache ist, ich hau dir noch ein Ei rein. Also ich mache persönlich auch ganz gerne ein rohes Eigelb auf mein heißes Steak. Ja. Mhm. Wenn es runter von der Platte kommt, da ein rohes Eigelb drauf, dann Salz, Pfeffer, absolute Bombe. Probiert das unbedingt mal aus. Ein Ei hat ja sicherlich jeder zu Hause. So, ich werde ein bisschen früher fertig sein, ist aber nicht so schlimm, ne? Na, wir haben eine Mikrowelle zum Warmmachen gleich. Ja, du brauchst sie ja nicht nebeneinander, sondern das reicht ja, wenn du... Habe ich keine Kamera gemacht. Ja, mein Dingens, der braucht noch ein bisschen hier. Mein Burger. Ja, wie man sieht, mag ich Käse, ne? Ja, auch wirklich. Aber ist ja auch beim Burger absolut wichtig. Ja, Käse ist total toll. Als wir 2017 bei der Weltmeisterschaft waren in Irland, zum Beispiel, da haben wir auch einen vegetarischen Burger gemacht.
da waren vier verschiedene Käsesorten drauf. Ja. Für den Geschmack, für die Konsistenz, einfach top. Ne? Bei mir zu Hause sind auch immer mindestens drei Sorten drauf. Ja, man sagt ja, also, ne? Was macht ein Menschen glücklich? Mit drei Komponenten. Käse und Bacon auf jeden Fall. Einmal Eiweiß, einmal Fett, einmal Salz. Perfekt im Burger. Hast du alles dabei, die perfekte Kombination. Ein guter Burger macht dich glücklich. Du brauchst du nichts mehr. Ja, dann hoffe ich, dass ich heute sechsmal glücklich werde hier. Aber das Ei macht mir schon mal gut. Zu wenig Kälte. So, wir haben Zuschauer aus Griechenland. Spiros Power schreibt über Instagram. Hello from Greece. Spiros. Was sagt man denn da? Kalinichter? Nee, das ist falsch. Kalimera. 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 Bernd schreibt, Prost zusammen. Sekt für die Kamera schlägt davor. Danke, Bernd. Ich habe keine Hand mehr frei. So, ich wäre soweit. Ein kleines Burgerlein. Ich muss erstmal mein Bier holen oder setze ich dann Duty. Ich erzähle in der Zwischenzeit, was ich drauf gemacht habe. Wir haben Burger Buns, wir haben Mayonnaise und Senf gemischt mit Frischkäse, ein wenig gesalzen. Die Buns, zwei Buns quasi gefüllt mit Roquefort und mit einem Bergkäse. Zwei Patties, Entschuldigung, vielen Dank. Das sind schon mal Abzüge. In der B-Note. Zwei Patties gefüllt. 10 Punkte Abzüge. Und obendrauf haben wir noch ein kleines Ei mit einem hoffentlich auch jetzt noch weichem Eigelb, was schon ausfließt. Boah, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Guten Appetit. Riecht fantastisch, sieht sehr gut aus. Bin gespannt. Guckt euch das an. Riechen tut's fantastisch. Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Garnsaat ist auch hervorragend. Tipptopp, wirklich. Da das ja der erste Burger ist, werde ich ihn wahrscheinlich fast ganz aufessen. Alles super. Ausgezeichnet. Ralf, Eliseo fragt, mit welchem Fett arbeitest du auf der Platte? Ja, wir haben quasi die Abschnitte von dem Rind, also den Rinderteig. Ist sehr wertvoll und damit kann ich schön die Platte mal einreiben. Und da habe ich quasi den Geschmack von dem Rind nochmal zusätzlich als Fett. Kann ich also nur jedem empfehlen, auch wenn du es zu Hause in der Pfanne machst, einfach das Fett abschneiden und damit die Pfanne schön einreiben, ordentlich. Dann hast du mit einem schönen Rindgeschmack auch noch zusätzlich dabei. Bietet sich an. Also, ne, von Nose to Tail alles verwerten von dem Tierchen. Immer wichtig. Und das macht auch Sinn da. So, ich würde sagen, alles gut. Ich bin schon am nächsten Burger dran. Ja, halt auch. Ah, nee. Nein, vom ersten. Aber wir haben zeitlich ist das vollkommen egal, ne? Also. Ja, wir können aber auch, du kannst aber auch ein bisschen Pause machen, dir noch ein bisschen Mut schöpfen für die nächste Runde. Und dann fangen wir, aber ist mir egal, wie du möchtest. Du bist ja auch froh, wenn es vorbei ist. Marc Erdorf merkt an, er wäre auch gerne mal Juror hier. Wer ist das? Marc Erdorf. Ist der Weltmeister? Noch nicht. Gib Gas, Marc. Darunter machen wir leider nichts. Im nächsten Leben vielleicht. Also das steht und fällt mit dem Rindfleisch. Ja. Wenn das abkackt, wird da nichts. Da ja das gleiche Rindfleisch da drin ist wie in dem, mache ich mir da schon mal keine Sorgen. Also Sieht ja sehr gut aus. Bacon, Cheeseburger mit ein bisschen Salat. Kann gar nicht schmecken. Die Frage ist, kann er diesen, den er wirklich exzellent ist, wirklich schlagen? Exzellent. Der ist auf jeden Fall wirklich, der ist ein Absolut-Hammer. Hat mich voll abgeholt. Das Eigelb ist perfekt. Das Fleisch ist perfekt gebraten. Und auch die Käsekombination ist wirklich perfekt. Dann wollen wir mal. Kein Salz dran. Fehlt aber auch nicht. Wirklich sehr gut.
Bewusst kein Salz. Reiner Rindfleisch. Also, was ist mit der Fischsoße? Kommt die durch? Oder geht es? Bitte? Kommt die Fischsoße durch? Also macht die Umami oder? Ja, merkt man auf jeden Fall. Aber nicht negativ. Nein, okay, definitiv. Also Fischsoße ist richtig dosiert. Auf jeden Fall eine Geschmacksexplosion. Sorgt dafür, dass andere Geschmäcker unterstützt werden. Soll aber natürlich nicht nach Fisch schmecken. Also einbusten muss ich noch nehmen. Gebraten ist der auch wirklich exzellent. Man sieht ja, ganz medium. Genauso, wie ich den gerne haben möchte. Sehr gut. Sehr gut. Der Verlierer wird erschossen, habe ich gehört. Also insofern. Ja, der Verlierer kommt ja da rein. Nein, also beide Burger sind wirklich absolut exzellent. Richtig gut. Ich muss aber sagen, dass hier Tommys Burger mich ein bisschen mehr abgeholt hat. Meine sind richtig gut. Also wirklich gut. Aber das hier eine ganze Spur besser. Also würde ich sagen, geht die erste Runde an den Tommy. Alles gut. Außerdem hat er auch mehr bezahlt. Brauchst du ja auch noch. Alles ist gut. Ich bin gespannt. Sind wir beide. Die Kohle ist weg, ne, Olli? Die Kohle ist weg, ne? deswegen habe ich eben die Revolver weggenommen, weil das ist mir zu... Spinne, ey. Mach mal hier Deals. Kein Mensch hätte mir heute an Deals, weißt du? Ein ehrlicher Beschiss wird nicht mehr unterstützt. Das ist unglaublich, ey. Na gut, egal. Neues Spiel, neues Glück, ne? Neues Spiel, neues Glück. So, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was habe ich denn da noch für Zeug? Ich habe gerade mal gar keinen Plan. Aber es ist quasi auch ein Lebensmodell von mir. Ich mache das gleiche Fleisch wieder. Du machst den gleichen Burger, ne? Ja. Du hast da gewonnen, alles gut. Never change a winning team. Genau. Ja? Nein. Mach einen klassischen Cheeseburger. Die haben eben mir so viel davon gesprochen, dass weniger ist mehr. Und da habe ich gesagt, jetzt mach einen klassischen Cheeseburger. Ja, du wirst hier angefeuert, Ralf, über Instagram von Mo King of Barbecue. Ralf, das kriegst du besser hin. Der Tommy ist doch ein Amateur. Richtig. Wir hatten das Thema letztens schon, ich wiederhole es nur mal gerne, auch wenn der eine oder andere vielleicht das doppelt hört. Ihr Hackfleisch kneten, dann fällt das nachher nicht auseinander. Ja. Das wissen viele. Oder du frierst dir die manche an quasi. Ich knete es lieber. Ja. Bis es so richtig klebrig in den Händen ist. Wenn man die Zeit hat. Du hast die Zeit. Hackfleisch kneten ist ja wie Tiere streicheln. Nur später. So, ein herzlichen Glück an alle Vegetarier und Veganer, die gerade zuschauen. Zeit für einen Shitstorm. 1, 2, 3, jetzt ist es soweit. Also mit viel Enthusiasmus Fleisch zu veredeln, also ist doch ein respektvoller Umgang. Definitiv. Oder sehe ich das? Absolut. Der Olli hat mir auch verraten, der isst gerne Fleisch, deswegen machen wir hier so einen. Oder bist du Vegetarier? Ich bin natürlich kein Vegetarier. Ich tue aber manchmal so. Wir kriegen es gut über. Wir sind alle Vegetarier, wir kriegen es aber gut überspielt. Wir leben das nicht aus. Ja, ganz genau. Ach, gegen vegetarisch essen ist ja nicht einzugehen. Nee, ich finde das grundsätzlich moralisch auch alles besser. Ja, alles in Ordnung. Aber. Nö, moralisch finde ich es nicht besser, das ist mir eigentlich egal. Ich finde, der Mensch hat schon das Recht, Fleisch zu essen. Das ist halt so in seiner Natur. Aber so wie das teilweise ausgelegt ist. Es geht nicht, funktioniert nicht. Also sagen wir mal, diese Tierhaltung ist eines humanistisch geprägten Landes nicht würdig. Das muss man ganz klar sagen. Das kann man nicht so spielen eigentlich. Das ist eigentlich für den Arsch, wenn ich ehrlich bin. Aber. Das Problem ist, der Zugang zu Fleisch muss halt immer gewährleistet sein. Ne? Wenn du halt den Leuten das Fleisch teuer machst, dann gibt es eine Revolution. Denn Roastbeef, artgerechte Haltung, Kilo 69 Euro. So, wer kann sich denn das leisten? Einmal die Woche, was absolut richtig wäre, finde ich. Einmal die Woche Fleisch, oder zweimal die Woche Fleisch, alles tutti.
Reicht ja auch. Wenn es also, lecker ist, oder? Ja, ja, sag ich auch. Also ich esse auch sehr, sehr gerne Fleisch, aber das reicht ja auch. Aber gut. Was machst du denn für einen leckeren Burger? Oder ist, darf ich das gar nicht? Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich zauber mal ein bisschen. Ich mache irgendwie so eine Cheese Explosion. Teriyaki-Soße. Ich arbeite hier mit allen Geschmacksverstärkern, allen Tricks, um das wieder rauszuholen. mit Glutamat ohne Ende, damit man. Mit Glutamat und seinem kleinen Bruder. Irgendwie noch was nach was schmeckt. Nein, Teriyaki-Soße ist doch geil. Ja, nee, ja. So, okay. Ich darf ja. Der reicht mir nicht. Warum sind das kleine? Das müssten große sein. Also die ersten beiden Burger, die waren auf jeden Fall schon mal spitze. Beide waren richtig gut. Das Tommy's war ein Ticken besser, der andere war allerdings auch wirklich sehr gut. Ich hoffe, dass es in dem Bereich so weitergeht. Auf dem Level habe ich heute einen guten Tag. Glaube nicht. Ja, wollen wir mal sehen, ob du schon in der zweiten Runde raus bist quasi. Ne? Aber also gerade war schon hervorragend. Fleisch exzellent, Zutaten super ausgesucht und auch genau richtig in der Dimension. Also genau die richtigen Beilagen, was auch ein Burger ist, genau in der richtigen Menge. Nicht zu viel von irgendwas, weil wir hatten ja gerade Chicorée zum Beispiel auf dem Burger. Da zu viel von, dann wird es schnell zu bitter. Wir haben ja zum Beispiel auch Koriander dabei. Das ist auch so eine Frage, wenn es einer von beiden benutzt. Koriander ist sehr gut, mag ich sehr gerne. Zu viel ist aber dann einfach irgendwann drüber. Ist wie Badewasser, ne? Ja, zu viel schmeckt dann irgendwann wie Badewasser. Das möchte ich heute nicht haben. Ausnahmsweise heute mal kein Badewasser. Außer es liegt das Passende da drin. Ich muss nicht Koriander sagen. Koriander könnte noch, wäre doch okay, aber. Genau. So, was eine Idee von mir. Wieder raus da. So, geschossen. Ja, das ist alles sehr gut. Okay, das haben wir. Jetzt machen wir ein Söschen. Also ich habe hier mal jeweils drei Marshmallows in Bacon eingepackt. Wer mich kennt, weiß, dass das durchaus geht. Ich weiß noch nicht, ob es auf dem Burger geht. Ich habe deswegen zwei gemacht, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Die zwei Burger. Mit zwei Marshmallow-Bomben. So. Eine ohne, ein mit Marshmallow oder was? Nee, ich habe hier zwei gemacht, weil ich nicht weiß, ob das so funktioniert, wie ich das machen müsste. Ja, ja, genau. Kannst du mal probieren, ob der scharf ist? Jetzt stell dich nicht so an, Mann. Ich habe eine Allergie dagegen. Ja. Deswegen darf ich das essen. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Ich bin ja nicht so spaßig. Wobei den von Tommy müssen wir verbrennen. Den Teller der Schmach. Der kommt gleich bei mir. Ja, der ist doch ein bisschen scharf, ich merke es schon. Und jetzt geht es. Macht so nichts. Wenn jemand fragt, ne? Du bist's. Was sein muss. Er macht Marmelade da rein. Yep. Ist ja immer da. Wenn du da Kindergeburtstag mit Marshmallow machst, dann mache ich Kindergeburtstag mit Marmelade. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Marc meldet sich nochmal. Ich finde toll, dass ihr alle mit absoluter Leidenschaft dabei seid. Viel Glück, Ralf, du wirst es brauchen. Das ist Marc, nett, ne? Marc, besser, immer besser, Kumpel. Im wirklichen Leben ist er sehr sympathisch. Alles gut, ich bin ja nur gefallen. Glaube ich. Das ist ja dein Geld, was du bezahlt hast. Ja, für die Crowd, die ich bezahlt habe, damit sie tolle Kommentare. Wenn man sich das leisten kann, ist alles gut. Der hat, ne? Definitiv. Einmal. So, jetzt brauchen wir ja wieder ein bisschen Bacon. Was hat sich denn der Bacon versteckt?
Eben war ich ein bisschen zu kross hier mit dem. Aber das kriegen wir hin. Du hast jetzt Blaubeermarmelade. Also ich keine Angst, ich werde das nicht. Ich bin ist ja jetzt eigentlich so tricky. Blaubeermarmelade mit Chili, das war's. Ne? Also ist jetzt kein Geheimrezept. Also war's jetzt eben. Bis eben. Ja, wenn du jetzt scheiß Blaubeermarmelade gekauft hast, habe ich verloren. Liegt also alles an dir eigentlich. Man merke, Gummihandschuhe sind nicht feuerfest. Das ist richtig. Auch zwei Lagen nützen gar nichts. Aber ich habe so einen Trick. Ich habe so einen Trick dafür. Aber den verrate ich nicht. Es gibt ja drei Sachen, die ein guter Griller. Drei Regeln. Meine Griller-Regeln. Ne? Es kütt wie es kütt. Du darfst nicht alles verraten, was du weißt. So, was machen wir denn noch? Der dritte? Hast du die zweite Regel gehört? Ja, genau. Ah, ist ein lustiger Knochen, ne? Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht warum und ist bestimmt ein Fehler, aber irgendwie mag ich ihn. So. Hm? Bitte? Mich? Alles gut. Ja, na, hat doch mal Glück gehabt. Oh, oh, oh. Das ist der Sieger hier. Ja, 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 ja. Die hat eben gesagt von wegen Cross, ne? Hier, hallo. Hier ist der Sieger. Ich habe den Siegergürtel gefunden. Vergessen Sie nicht, den da auch zu machen. Gibt ja nichts wie eine gute Vorbereitung, ne? Hamburger, ne? Wer hat den erfunden? Wo kommt der her? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Wird ja gerne als Hamburger Steak genannt. Ne? Ja. Und ein Hamburger, der quasi da eine Frikadelle gemacht hat raus in Amerika. Aber ich glaube, es gibt in Amerika bestimmt 10 Burgerläden, die sagen, die haben den ersten der Welt gemacht. Ja, also ich habe ja auch viel geforscht. Also eine Story fand ich ganz gut, eben auch halt, ne? Die Leute sind ja damals aus Europa sehr oft von Hamburg nach New York gefahren und die haben sich dann mitgenommen ein wie nennt man das? Gedörrtes Rindfleisch? Brot. Ja. Ne? Brot und dann Brot, Dörrfleisch, das. Und weil die dann angekommen sind in New York, aus Hamburg, waren das alles Hamburger. Und die haben dann deswegen haben die das Hamburg. Das ist so die Geschichte, die mir ganz gut gefällt. Ja, so in der Richtung. Das würde ich auch sagen, das kommt der Sache sicherlich nah. Ja, also könnte, das ist flüssig für mich. Das könnte so sein. Ja, ja. Es gibt viele Läden, die sagen, die haben den ersten. Ja, natürlich, würde ich auch machen. Vielleicht auch den ersten Cheeseburger. Oder würde ich ja auch machen so. Also würde ich auch sagen, wenn ich vielleicht fragt man hier einen, der die Currywurst erfunden hat. Ja, ja, da gibt es auch 5 Leute, die sagen. Und am Ende des Tages kann man sich was aussuchen, was man glaubt. Hier bin ich mal gespannt, ob diese Komposition hier. Oh, ist das heiß. Da, was das werden soll. Da bin ich mal gespannt. Aber grundsätzlich ist ja der Einfluss der Deutschen auf das amerikanische Barbecue unbestritten. Ja, natürlich, die deutschen Metzger haben natürlich viel Fachwissen rübergebracht. Ja, genau. Und ich meine, die USA sind halt ein Land von Einwanderern im Grunde genommen, ne, ganz klar. Die Natives, die sind ja weggedrängt worden. Wenn sie nicht gerade umgebracht worden sind, dann leben sie irgendwo in welchen Reservaten. Und alle anderen Amerikaner sind ja irgendwann mal da eingereist und höchstens Nachkommen von denen. Ne? Genau, und ich weiß aber nicht, aber diese Vermutung, tatsächlich waren so um 1850 waren fast 30% der Einwanderer waren Deutsche. Sehr viele Handwerker, darunter sehr viele Metzger, die eben auch das Räuchern mitgebracht haben. Ne? Ja, da staunen Sie, Tommy, ne? Ja, da hast du wieder was dazu gelernt? Normal kostet bei mir 89 Euro im Kurs. Aber ist okay. Ist okay. Jawohl, der Hund kommt aber erst im dritten Gang. So. Jemand von euch schon mal Hund gegessen? Nicht, dass ich wüsste. Schon. Hundefilet, sehr lecker. Nur die Nachbarin fand's scheiße.
Die lebt seitdem alleine, wa? Die lebt, ja, ja. Und die redet auch kein Wort mehr mit mir. Ich habe ihr aber eine leckere Wurst rübergebracht. Wo war das? In welchem Film war das hier? Der Rosenkrieg oder sowas, ne? Oder wo sie eben das, wo sie eben den Köter, also der Lieblingsköter, Michael Douglas, ne? Ja, wo sie den Lieblingsköter zu essen gibt. Ja. Mit Kathleen Turner und Michael Douglas, ne? Genau. Kennst du nicht, ne, den Film, oder? Nein. Nein. Oder war das irgendwie mit den Anwälten zu tun? Ja, später mal war es mit Anwälten zu tun, genau. So, Danny DeVito, oder was? Danny DeVito war der Anwalt. Ja, genau. Sehr geil. So, jetzt kommt. Also, schon wieder den Salat vergessen. Wenn ich schon mal Salat drauf machen wollte, ne, das war der Plan. Das vergesse ich dann. Ich wollte einen kreisrund ausstechen. Das hat nicht funktioniert. Also da bin ich gleich mal wirklich gespannt. Und da habe ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen, aber erst wenn er fertig ist. Wozu? Zu den Marshmallows? Ja, genau. Ja, sind ja lecker. Marshmallows, mehr oder weniger. Weil wir arbeiten jetzt beide mit ihm, ne? Ich habe die Karamellade, er mit den Marshmallows. Und wer sagt, das wäre zu süß? Was ist denn in Barbecue-Soße bitte schon drin? Das ist fast nur Zucker. Nee, weil du die Leute kosten, weißt du? Nein, siehst du sie? Ja, siehst du sie? Quatsch. Ja, aber wir hatten ja gestern das großartig besprochen, gestern, ne, Olli, in unserer Meat Republic-Serie, dass tatsächlich das amerikanische, die amerikanischen Soßen gar nicht so sind, wie sie in Deutschland erscheinen. Die sind oft ganz, ganz anders. Die sind eigentlich oft auf Essigbasis, mit Essig und Pfeffer und gar nicht mal so süß. Dann hoffe ich, dass es trotzdem den Meister schmeckt. Serviette. Ich habe mir schon mal ein Messer geholt, damit ich das Ding mal durchschneiden kann, damit ich gleich nicht wieder den ganzen Burger, was ist hier los, in meinem Bart habe. Jetzt ist Marshmallow. Habe ich da reingepackt, in der Hoffnung, dass die keine von beiden benutzt. Ich esse nämlich überhaupt gar nicht gerne Marshmallows. Jetzt hoffe ich, dass er trotzdem irgendwie gut schmeckt, aber im Moment bin ich noch ziemlich skeptisch. So, ich schneide den einfach mal an. So, und dann können wir uns den erstmal schön direkt angucken hier. So. Tja. Fleisch sieht gut gebraten aus. Sieht auch eigentlich ganz lecker aus. Bei dem Marshmallow bin ich jetzt allerdings wirklich sehr skeptisch. Sieht aus wie Käse, schmeckt leider nicht so. Ne? Dann kannst du auf dem Grill nicht machen, ne? Mhm. Ja. Schmeckt genauso, wie ich es mir gedacht habe. Bisschen schrecklich, ehrlich gesagt. Ja. Ja, wird nicht mein Lieblingsburger. Fleisch ist natürlich perfekt gebraten, der Rest ist auch tiptop. Marshmallow ist sehr präsent. Mal gucken, wie der andere geworden ist. Das sieht im Moment erstmal nach dem zweiten Platz aus. Aber wir warten ab. Vielleicht ist der andere ja. Naja, ist ja auch schließlich Marmelade. So, jetzt kommt aber das ist echt ein perverses Ding. Das finde ich also so geil. Also optisch finde ich den jetzt schon mal, also als ob der gewonnen hätte. Ja, also optisch sieht er auf jeden Fall sehr gut aus, keine Frage. Ne? So, Olli, keine Beeinflussung, ja? Wir drehen jetzt mal so ein bisschen um hier. Ne? Sieht wirklich gut aus. Ne? Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, der ist optisch der Kracher. Ne? Ja, 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 ich schneide den jetzt erstmal ab. Hier schön durch. Und dann gucken wir uns den auch mal an. Sieht ja gut aus. Ne? Wie man sieht, Fleisch sehr gut gebraten. Ganz klar, schön kross auch außenrum. Wieder ein bisschen Bacon drauf. Die Marmelade. Bin gespannt. Ich mag Blaubeermarmelade gerne. Wir werden mal sehen, wie es schmeckt. Das ist, würde ich sagen, die Anja Konikova unter den Burgern. Weißt du, sieht gut aus, gewinnt fast nie. Ja, das kann man. Nein. Aber der sieht echt super aus. Ja, der schmeckt auch wirklich sehr lecker. Dann ist mal so ein Jahr eine Saison mal gut, ne? Ich kenne mich mit der Rhythmik aus, ich weiß nur. Ist er? Sehr gut. Also Käsekombination mit der Marmelade. Ein Kracher mit dem Bacon dazu. Ich sag mal, definitiv ist das mein Favorit in dieser Runde. Ne, sagt Marshmallows, ich hatte gehofft, dass sie keiner benutzt. Hier, die Bauernmarmelade ist auf jeden Fall top. Richtig gut. Passt sehr gut hier rein.
Jetzt den Sieg einfach. Die werde ich jetzt auch gleich mal aufessen. In der Zeit könnt ihr ja schon mal die anderen Sachen vorbereiten da. Denn eine Portion brauche ich schließlich von beiden. Ne? Also, Ralf, danke. Muss sagen, wirklich sehr gut. Sehr schön. Ich würde mal selber gerne probieren. Okay. Ne? Der ist wirklich auf jeden Fall ein Knaller. Darf ich den mal probieren? Schneid mir mal so ein Viertel ab. Der Tommy soll ihn auch mal probieren, damit er mal weiß, wie ein Burger ordentlich schmeckt. Ja, also ein guter Burger sein kann. Da saugt man sich auch richtig schön ein. Ja, das muss sein, oder? Ja, ja. Ich habe zwei Shirts zum Wechseln mitgebracht, habe noch nicht ganz gebraucht. Also alles gut. Grüßerchen. Grüßerchen. Ganz action. Ja. Wirklich sehr gut. Ja. Aber das passt wirklich richtig gut. Also sagen wir so. Weltwatchers, ne? Die führen den jetzt nicht auf ihn. Da würdest du dann alle Punkte an einem Tag kriegen, wie ich immer sage. Ja, aber von einer Woche, ne? Dann musst du nicht mehr sammeln, dann hast du es hinter dir. Weißt du? Dann kannst du sagen, okay, ich habe meine Punkte für dieses Jahr, alles super. Kannst immer so Hammer. Na, der ist ein Brett. Das ist sehr lecker. Gut, dass wir nicht nur einen Burger gemacht haben. Na, ja. Für dich ja nicht, dann hättest du ja gewonnen. Hm. Oh, ja. Hättest du vielleicht den gemacht? Ja. Der ist echt sehr lecker. So. So. Heißt, es steht 1-1. Muss ich doch noch einen machen, um zu gewinnen. Jetzt, Leute. Tommy, du musst 100 machen, um zu gewinnen. Ich zauber jetzt, Leute. Holla, die Waldbeeren. Haben wir da Rucola? Da war doch eben Rucola, oder? Da war Rucola. Das? Wir haben Parmaschinken, wir haben Rucola. Leute, ist aber klar, was ich da mache, oder? Es gibt noch ein paar Kommentare. Ja. Burmus Amagan schreibt, guten Appetit. Vielen Dank. Gertrud Zimmer schreibt, das Skelett, der Hammer. Eliseo schlägt vor, Fat Watchers. Ja, Fat Watchers. Anstatt Weight Watchers. Fat Watchers. Ja. So, ach, ich bin zufrieden. Ich habe einen guten Burger geschafft heute, alles tippt. Mit dem war ich selber zufrieden. Der war richtig gut. Ja, hier kommt auch Anerkennung von Marc. Well played, danke, Ralf. Aber mit dem dezenten Hinweis, hinten ist die Ente fett. Das hast du recht, vollkommen richtig. Aber tatsächlich, bei mir enttut sich keiner mehr heute. Von daher ist alles gut. Ich könnte theoretisch auch mit einer Niederlage leben. Was jetzt nicht passieren wird, aber ich kann so, jetzt muss ich mich aber tatsächlich in meiner Euphorie mal ein bisschen zusammenreißen. Was mache ich denn jetzt überhaupt? Machen wir. Ich weiß schon, was ich mache. Soll ich erzählen? Warte noch kurz. Sascha schreibt dir nämlich noch, jetzt grill ihn weg. Und Tina feuert dich an. Go, Tommy, go. Also, wir machen jetzt mal ein bisschen Pulp Fiction. Den Big Kahuna Burger. Kennt ihr alle? Pulp Fiction? Gesehen? Bestimmt, ne? John Travolta. Ich nehme mir gerade die Nase zu, damit wie heißt es denn, ne? Ja, genau, ich bin ne? Yep. Von Yuma Sermon. Also, ich mache den italienischen Pizza. Oh ja, ist auch gut. Das wird aber. Ja, okay, alles gut. Ich mache nämlich zwei Pizzahälften aus den Burgern. Ich habe die gerade eben nass gemacht, damit die nicht zu kross werden, weil die Platte schon sehr heiß. Hab da gerade Pesto drauf geschmiert. Belege die quasi die beiden Hälften mit Mozzarella. Hab hier mein Hackfleisch, da habe ich schon italienische Kräuter reingebutzelt. Und Salz und Pfeffer natürlich. Okay, der Grund ist anders, aber egal.
Und dann, dann paniere ich den nachher mit Parmesan. Und dann kommt da Rucola drauf und Parmaschinken. Jetzt willst du es aber wissen, Kollege, oder? Jetzt. Hier, hast du schon mal die goldene Ananas. Jetzt willst du es aber wissen. Ich fühle mich unter Druck gesetzt hier. No pressure. Ich fühle mich unter Druck gesetzt hier. Wenn du mit Filmgeschichten ankommst, was soll ich dann noch machen? Ja, oder ich komme. Du kommst mit Sean Travolta. Ich komme mit Pulp Fiction an und du kommst mit italienischen Dings an. Mafia, Pulp Fiction, passt, oder? Sean Travolta ist ja quasi, hat er nicht italienische Wurzeln? Ich weiß. Definitiv. Insofern ist er ja quasi one size fits all. Zwei kleine oder ein großer? Ein großer. Auch so ein Burger ist ja immer eine Sache des Timings, ne? Weil, wenn du verschiedene Sachen hast, die du auf dem Grill mitmachst. Ich hatte das letztens bei der Tochter beim Kochen. Du kannst deine Tochter nicht kochen. Was? Du kannst auch deine Tochter nicht kochen. Ja, ich, das ist ja verboten. Das ist ja verboten. Lass ihn hier erwischen. Also, ja, okay, also können wir, komm, erzähl nochmal. Ja, ich wollte, also sie hat gekocht. Ja. Irgendwie ist das hier immer noch zu heiß. Sie hat gekocht. Die kann man nicht so heiß an der Platte, das gibt's aber. Und manchmal muss er einfach ein bisschen trinken. Sie hat gekocht und ich habe gesagt, komm, ich helfe dir so ein bisschen. Und es ist aber. So könnte das funktionieren. Und dann war halt der Spinat war warm. Was hat man gemacht? Kartoffelpüree war noch nicht gestampft. Und was hat man dazu gemacht? High-End-Fischstäbchen natürlich, ne? Und die waren auch schon gut. Und dann, ja, sag ich zu ihr, weißt du was, muss doch zur gleichen Zeit alles gut sein. Ja. Hat sie aber nicht im Blick gehabt. Aber schöne, glaube ich, schöne Lektion, hat sie verstanden. Hat halt alles zur gleichen Zeit gut. Also die Platte ist mir zu heiß. Du hast ja nicht den Teil mit dem Anketten im Keller. Ja, hab ich weggelassen. Ja, bin ne? Nett. Ja. Das ist gesellschaftlich nicht anerkannt. Deswegen habe ich gedacht, komm, machst du hier quasi eine Platte mit ein bisschen. Wir sind ja unter uns. So, jetzt muss ich mal nachdenken. Ja, das ist definitiv eine ganz tolle Technik, die habe ich so noch nie gesehen. Quasi jetzt so einen kleinen Backofen daraus gemacht für jedes einzelne Bann oder für jede Hälfte. Ja, das ist beeindruckend, oder? Ja, ich glaube, das hatte ich zum ersten Mal gemacht und den Tipp, den gucke ich mir erstmal ab. Der ist wirklich gut. Bin jetzt auch mal gespannt, weil beide völlig unterschiedliche Burger machen. Einmal hinten mit der Ananas und jetzt diese Pizza-Geschichte. Das geht schwierig, das wird schwierig. Aber ich komme drauf. Würdest du den Gästen, die in der Grillszene nicht so firm sind, ein bisschen erzählen, wie das funktioniert mit Grill-Weltmeister? Kommen da drei Leute aus Deutschland zusammen und sagen so, wir küren jetzt den Weltmeister. Wir wissen, glaube ich, also ich hatte nicht so jetzt, aber erklär mal bitte. Also die Weltmeisterschaft, die fand 2017 zum Beispiel, und das auch schon zum 20. Mal insgesamt so, ne? Da fand die in Irland statt, in Limerick. Und da musste man sich dafür bewerben quasi, also man meldet sich da an. Und dann musste aber die GBA, die German Barbecue Association, auch noch zustimmen und sagen, ja, die Jungs sind gut, die können das. Man muss also als Team antreten und wir waren halt mit 5 Mann da, die Barbecue Wiesel. Und da waren insgesamt 100 Teams aus etwas über 35 Ländern, ich glaube 36 oder 37 oder irgendwie sowas. Und dann muss man in den 2 Tagen 9 verschiedene Gänge machen, teilweise amerikanisches Barbecue, wie Pork, Brisket und Ribs.
aber auch Sachen wie Fisch mit Beilage, Hähnchen mit Beilage, auch vegetarisch oder Nachtisch zum Beispiel. Das muss man dann 2 Tage hintereinander schön machen. Und wenn man ein bisschen Glück hat und die Sachen nicht verrissen hat, dann wird man hinterher Weltmeister. Fühlte sich im Nachhinein gar nicht so schwer an, aber es war gar nicht so einfach tatsächlich, weil natürlich viele andere gute Teams auch da waren. Ach was. Ja, natürlich, von überall aus der Welt, überall können sie gut grillen. Die Juroren sind ja schwer einzuschätzen bei so einer Weltmeisterschaft. Das macht ja auch immer viel aus. Welche Juroren hat man da, wo kommen die her, was ist deren bevorzugter Geschmack. Aber es hat gut funktioniert und im Endeffekt kommen wir dann wohl nach vorne. Mit dem ersten Platz beim Brisket und dem dritten Platz beim Ribeye, glaube ich. Also das amerikanische Barbecue, das wir auch, glaube ich, sehr gut können. Das hat dafür gesorgt, dass wir auch tatsächlich die Punkte rausgeholt haben. Und die Sachen, die wir nicht so gut gemacht haben, ja, es hat halt gereicht im Endeffekt. Weil alle 9 Gänge oder alle Gänge werden hinterher zusammengezählt. Und dann weiß man hinterher, wer hat die meisten Punkte. Der hat gewonnen. Es ist also so eine Art Mehrkampf, sowas wie Zehnkampf oder irgendwie sowas bei der Leichtathletik oder Biathlon beim Skifahren. Man muss alles halbwegs gut können, dann kann man hinterher vorne auch bleiben. Ja, das ist im Prinzip die Geschichte der Weltmeisterei. Ja. Cool. Das ist das in so einer Welt, das ist ja quasi, das ist ja nicht jedermann, der sich sowas der weiß Bescheid, was wie sowas funktioniert. Also das ist schon. Das ist doch sehr ernsthaft zu nehmen. Also die Juroren, die werden extra zertifiziert. Du hast nur ein genaues Zeitfenster, wann du was abgeben musst. Und du hast natürlich auch bestimmte Zutaten, die kriegst du von denen gestellt. Okay. Also sprich, die Rippchen, die kommt man von denen gestellt. Und okay. Da muss man auch die zubereiten. Wenn ich jetzt andere Rippchen nehmen könnte, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, weil die Qualität dann beeinflussen kann. So ist das halt, dass man aus dem Warenkorb, den die an die jemand zugreifen muss. Okay. Sprich, alle haben das gleiche Material und deswegen ist es auch sehr gut zu vergleichen. Ne? Ganz klar, wenn alle bei Formel 1 das gleiche Auto hätten, dann wüsste man hinterher, wer der beste Fahrer ist. So gewinnt der Fahrer mit dem besten Auto, im Grunde genommen. Ne? Obwohl der natürlich auch fahren können muss, keine Frage. Aber alle, die bei der Weltmeisterschaft dabei sind, die können auch grillen. Also da muss man sich keine Illusion machen, die haben es alle drauf. Ne? Ganz klar. Aber wir waren halt ein bisschen besser. So, ich habe hier ein bisschen, das hat eben also nicht ganz gut funktioniert, so dass ich noch was Neues ausprobieren musste, nur so als Hinweis. Wenn ihr überlegt, das zu kopieren, war keine gute Idee. Es war zu wenig Temperatur von oben. Jetzt hole ich mir die Temperatur noch mal von oben, so quasi Oberhitze. Ja, ich würde ja so als kleinen Tipp, wenn ich jetzt Tipps geben könnte, würde ich einfach ein Stück Holz oben drauf legen, damit ich eine bessere Oberhitze habe. Aber ich sage das mal lieber nicht. Hier oben drauf? Ja, unten drunter wird ja keins, wird ja nichts bringen. Ne? Ich meine, na klar, oben drauf. Natürlich, wenn ich schon Tipps von... Ja, ich meine natürlich kein Holz, was kalt ist, sondern ein Stück aus der Feuerplatte. Ne? Ach so, meinst du das? Glut, Mann! Glut. Ich hole mir ja quasi ja Umluft von hier. Ja, da hast du grundsätzlich hast ja recht. Du brauchst ja Glut. Aber ich würde ja auch, ich habe gerade überlegt, was will der von mir? Aber hast natürlich recht. Kaltes Stück Holz würde natürlich nichts bringen. Keine Frage. Aber doch, das ist besser Abschließaufgabe. Ja, das war mein Gedanke zuerst. Der Wind weht es mal nicht weg, ne? Das ist aber auch alles. Komm, dann legen wir hier noch so ein kaltes Stück Holz. Kommt, ja, da ist ja quasi so eine Dutch-Oven-Geschichte jetzt, verstehst du? Ne, von unten Hitze und von oben Hitze. Ne? Ich brauche nicht viel, das muss ja nur der Käse schmelzen. Ne? Ja, du hast recht, da hätte ich mir vorher Gedanken machen müssen. Du hast absolut recht. Aber deswegen bin ich ja auch nicht Weltmeister. Da müssen wir aber jetzt echt mal ein bisschen gucken. Ja, da sind absolut recht. Zack, zack. Wichtig ist natürlich, dass sie nicht... Roger. So nehmen wir das. Ist aber trotzdem immer noch heiß. Nur so als Hinweis. In eigener Sache. Das
ja noch so gut bleibt. Du machst das, oder? Ja. Könnte ja noch einen Kippenburger machen. Nein, das muss ich sagen. Und dann die Sache unentschieden. Ja, ich merke schon, man vertraut hier auf der einen Seite auf jeden Fall auf, der, auf die Kraft des Bacons. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Immer nicht in der Fetzen da. Oder ja. Schmeckt ja von der Bacon-Seite jemand. Ja. Aber jede Scheibe Bacon verkürzt sein Leben um 3 Minuten. Ich habe nachgerechnet, ich bin 18:45 gestorben. Ja, da bin ich schon lange tot. Na gut, komm. Jetzt kommt er mit dem Taschenspiel. Mann, wenn nichts mehr hilft, ne? Dann hilft rum. Dann hilfst du noch Feuer. Ein bisschen auf Kakao geht immer, ne? Mist, die wissen, dass das so ist. So ein Mist. Ist doch nicht wahr, ich bin mal ehrlich. Hinter meinem Rücken packt er die Bude. Da fällt die Bütten ab. Alles gut. Definitiv. So. Offensichtlich kann ich hier niemanden. Opa. Ah, das wollte ich nicht. Ah, das wollte ich nicht, hört sich schon gar nicht gut an. Aha. Da habe ich doch schon die zweite Chance genommen. Was ist denn mit dir los? Alles gut, alles gut. Siehst du? Das sieht doch wirklich gut aus. So, jetzt habe ich noch eine Soße. Was ist denn eine Soße? Oder hast du eine? Was ist denn das? Und dann das. Hier haben wir ja da Ananas, Käse, Bacon, ist ein bisschen wie Toast dabei. Genau. Deluxe, ne? Wir werden mal sehen, wie das geht. Mhm. Oh, guck mal her. Passt nicht mehr. Groß. Wie in der XXL-Ausführung. So, der Kollege kommt jetzt da rein. Wir machen ein Bett mit Rucola. Ein Bett, schön, ne? Es ist quasi, ne? Ja. Dein Ruhebett, was du hier gerade machst. Okay, gefällt mir aber jetzt mal ehrlich gesagt, der sieht aber gut aus. Also schick. Also für deine Verhältnisse sieht der gut aus. Und ein wenig Parmaschinken. Kalt. Logisch. Also nicht wie beim Bacon angebracht. Das ist eine Rucola, so eine Rucola Mädchenpizza machst du da. Jetzt. Und da schmeißen wir dann die andere Pizzahälfte quasi von oben mit drauf. Schon eine gute Idee. Eine gute Idee immer, ne? Ja. Oder? Da habe ich einen Haufen Kaffee. Finde ich gut. Finde ich gute Idee. So. Ja, noch. Von mir brauchst du ein bisschen. Vielen Dank. Dadurch, dass die Mama nicht mehr rüberkommen darf, gibt es nicht mehr so viel Leckeres. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Riecht auch ganz interessant. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, der Parmesan ist nicht richtig schön durchgebacken. Dann ist er nicht so eine Bombe quasi. Aber wir werden sehen. Lass mal gucken, ob das Fleisch ordentlich gebraten ist. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ja. Mal genau gucken hier. Ne, in der Mitte schön. So muss das sein. Saftig. Tipptopp. Ja, riecht auch tatsächlich ein bisschen nach Pizza. Hm.
interessant. Was ein fettes Teil. Durchaus lecker. Und das mit Parmesan ist genauso, wie ich es mir gedacht habe. Nicht ganz 100%ig gebacken. Schmeckt aber auch schon mal ganz gut. Die Pesto-Note schmeckt sehr gut. Der Parmesan ist nicht durchgebacken. Ja, ist richtig. Ich habe den ja nachher paniert. Ja. Holy moly. Holy moly. Was soll das hier sein? 80er-Jahre Deko oder was? Ja, das ist halt, was ich von deinem rübergekriegt habe. Ja, hier wird jetzt in allen Mitteln gearbeitet. Okay, der gute Big Kahuna Burger macht seinem Namen auf jeden Fall erstmal alle Ehre. Big ist er nämlich. Und zwar ziemlich big. Ja. So, damit er dir nicht mit einem anderen Geschmack kontaminiert wird. Ja, wie gesagt, ein Riesenteil. Ananas, Bacon, so eine Art Cocktailsoße nehme ich mal an. Und natürlich ein dickes Stück Fleisch und Käse. Käse hatte ich glaube ich schon gesagt. Ja, dann mal gucken, was das für ein Monster ist hier. Ja. Auf jeden Fall ein riesiges Monster. Dann können wir mal gucken hier. Bleib stehen, ja. Sehr gut. Was ein Viech. Weißt du, das ist ein echtes Monster, ja. Im ersten Moment habe ich den Eindruck, dass wenn das Fleisch ein bisschen mehr gebraten werden könnte. Aber wir probieren es mal. Wenn ich das irgendwie in den Mund bekomme. Ja. Sehr lecker. Riesig. Ganz schöne Sauerei. Ja. Ziemlich. Ja, ist kein Mädchenburger. Schmeckt auch sehr gut. Definitiv. Ich muss sagen, dass das Fleisch ein bisschen besser, ein bisschen durcher sein müsste für mich. Ansonsten ist die Kombination wirklich sehr gut. So, ich hoffe, ihr habt nicht mehr zu viel im Bad jetzt. Was sagt die Kamerafrau? Alles gut. Alles gut. Na gut. Beide Burger sind wieder exzellent. Dieser ist hier super mächtig. Mir schon ein bisschen zu groß. Und das Fleisch ist nicht so hundertprozentig durchgebraten, so wie ich es gerne haben möchte. Deswegen muss ich sagen, dass der Pizza-Burger hier auf jeden Fall mein Favorit ist. Damit haben wir 2-1 für den Tommy. Ich sage nur herzlichen Glückwunsch. Alles war top. Beide sind Gewinner und ich bin der Obergewinner, weil ich habe nämlich alles gegessen. Tommy. Herzlichen Glückwunsch, Tommy. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich gut. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, Ralf. Kein Problem, alles gut. War das letzte Mal jetzt. Ne? alles gut. Wenn ihr den Ralf mal live erleben wollt, Haupttown Barbecue, das heißt, Ralf macht hier... Kölner Grill und Barbecue Akademie. Genau, Kölner Grill und Barbecue Akademie. In der Westernstadt. Das ist echt cool. Also bei dem... Flair und das, was er so hier so rockt, das ist echt. Ich durfte cool. Keinen Burgerkurs buchen, das kann ich nicht. vielen, vielen Dank auch Olli an dich, dass du da warst oder da bist. Wir werden die restlichen Burger quasi jetzt noch verzehren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Es gab diesmal keine Zutaten, weil wir wussten es ja nicht. Auch beim nächsten Mal gucke ich, dass ich die Zutaten wieder. Vorher online stelle. Es wird japanisches Barbecue geben, zusammen mit Michael Berger am Sonntag um 17 Uhr. Ja, ansonsten, wenn ihr kommentieren wollt und ihr wollt, dass das auch gesehen wird, in den Kommentaren hier von meiner bezaubernden Moderatorin und Kamerafrau, dann müsst ihr leider, es ist technisch nicht anders möglich, Tommys Teufelsküche folgen. Und außerdem würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn ihr den einen oder anderen Euro per PayPal an Tommys Teufelsküche schickt. Weil das hier machen wir alles für ganz umsonst und hoffen, dass wir euch ein wenig in dieser nicht so ganz so schönen Zeit amüsieren können. Ansonsten, wenn ihr das nochmal gucken wollt, geht bei YouTube und schaut euch das an. Und einen kurzen Zusammenschnitt demnächst. Wenn wir es schaffen, auch bei den beiden Jungs hier, weil die haben... Bei Meat Republic. Die haben ein super Format aus dem Boden gestampft und haben... Normalerweise macht ihr jetzt quasi eine Talkrunde zum Thema Barbecue. Also wir sitzen zusammen, manchmal mit Gästen, manchmal ohne, und quatschen einfach über das Barbecue,
über Wettkämpfe, über Reisen, über Steaks, was auch immer uns gerade einfällt. Wir fangen da gerade erst mit an und eine Folge wird halt auch diese Battle sein. Ein bisschen zusammengeschnitten wahrscheinlich. Heute Nacht haben wir gerade Competition Barbecue Teil 2. Das heißt, alles, was ihr über Wettkampf Barbecue wissen wollt, in gepflegten. Ja, Wettkampf Barbecue hat nichts mit dem zu tun, was man zu Hause macht. Ja, ganz klar. Sehr interessant, schaut es euch an und ansonsten bleibt gesund und auf Wiedersehen. Ciao. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Geil mit dem Blaubeer, das ist. Hey, alles gut. Nein, alles gut. Der Burger ist ja immer Geschmackssache. Ne? Burger ist. Alles gut. Aber interessante Zutaten hier. Das, ja.